Hier sind die German Beats. German Beats. Special auf 98.8 KISS FM. Ey Leute, was geht ab? Ihr seid hier beim German Beats Special mit Alicia und mit Loredana. Oh, Alicia, was geht ab? Ich freue mich richtig, dass du hier bist. So, geil. Leute, Loredana, sie ist Musikerin, sie ist Künstlerin, sie ist Mama einer kleinen Tochter, stolze Albanerin, ja, in der Schweiz aufgewachsen und trotzdem die erfolgreichste Rapperin Deutschlands auf locker. Auf ganz locker. Ganz locker. Dein zweites Album Medusa ist seit heute draußen. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Und wir feiern hier zusammen exklusiv bei KISS ein bisschen dein Release. Wir hören deine Tracks, wir reden darüber, was so abgeht und wir verlosen auch noch eine Medusa-Box. Geil. Leute, heftig, oder? Unterschrieben. Unterschrieben. Geil. Oder? Ja, nice. Na klar. Was geht ab, Loredana? Wie war dein Release? Du hast ein bisschen gefeiert, habe ich gesehen in deiner Insta-Story. Ja, ein bisschen. Jetzt haben wir ja Corona, wie immer. Mhm. Wir haben uns schon mega daran gewöhnt. Ich glaube, es ist normal geworden. Wir sind nur noch zu fünf in einem Studio. Sonst waren es immer 50 Leute, glaube ich. Ja. Ich habe ein bisschen gefeiert. Ich habe nicht getrunken, weil ich trinke gar nicht. Mhm. Torte, wir hatten eine schöne Torte. Habe ich gesehen, so eine Medusa-Torte war das, ja, ne? Mit deinem Gesicht drauf. Ja. Aber was hast du dann gemacht mit deinem Gesicht? Ich hab's zerstört, ich hab's verdient. Dieses Jahr war echt Schrott. Ja, ne? Ja, ja. Ey, aber egal, wir sind ja jetzt so am Ende des Jahres, ja, und Mann, so vor Weihnachtszeit. Und die ist auch für dich immer so ein bisschen was Besonderes, weil ja deine Tochter Hannah Geburtstag hat bald. Ja. Am 18., oder? Am 18., ja. 18.12.18, genau. Ich freue mich, die wird endlich zwei. Es geht übelst schnell. Ich dachte am Anfang, als sie geboren ist, ich so, oh nein, das wird so lange gehen, bis sie redet ein bisschen und läuft. Und jetzt mittlerweile, ich kommuniziere mit ihr, die ist meine beste Freundin geworden. Ich kann mir das richtig vorstellen. Ich habe auch mal gesehen in einer Story von dir, dass sie das Alphabet aufsagen konnte. Ja. Das finde ich aber ganz schön krass in dem Alter, ne? Ja, das konnte sie schon mit eins. Das ist unglaublich. Und irgendwie haben immer alle Leute zu mir gesagt, ach komm, Loredana. Ich habe irgendwann gesagt, ey, die hat Eltern, die verdienen mit Sprache Geld. Ja. Ne? Und so, wenn die das ABC nicht kann, dann weiß ich auch nicht. Also, das ist schon auf jeden Fall mega krass. Aber krass ist ja auch, dass sie mit so vielen Sprachen aufwächst, ne? Ja, ja, ja. Deutsch, Schweizerdeutsch, Albanisch, Englisch. Da bin ich so neidisch drauf, weil meine Eltern sind ja beide Deutsch und ich kann gar keine Sprache so. Deswegen wird sie sich auf jeden Fall freuen, wenn sie älter ist. Ja. Und jetzt zu Weihnachten, du hast ja auch eine riesengroße Familie. Du hast 9 Geschwister. Ja, Mann. Ist auch so krass, ne? Also ich hab 2 Geschwister, wenn ich mir vorstelle, ey, da wären noch 6 davon oder so. Hardcore. Weihnachten ist dann natürlich auch wegen Corona ein bisschen schwierig, ein Struggle, ne? Ja, eigentlich feiern wir Weihnachten immer alle zusammen, aber mein Bruder hat Kinder, mein anderer Bruder hat Kinder und ich glaube, das wird gar nicht funktionieren. Deswegen habe ich dieses Jahr einfach beschlossen, ich habe gesagt, ey Leute, ist mir alles egal, Mama gehört dieses Jahr mir. So, ich habe Mama ausgespannt, das reicht mir vollkommen, ich bin da mit Hannah und Mama. Deine Mama ist aber auch so der wichtigste Mensch für dich neben Hannah, ne? Ja, klar. Vor einem Jahr ungefähr, als King Laurie dein Debütalbum rausgekommen ist, hattest du ja hier in Berlin eine Release-Party. Ja. Da war ich ja auch und hast dir deine Mama auf die Bühne geholt nach deinem Auftritt. Das war richtig süß. So, sie hat, ich glaube, es war überraschend, ne? Oder hast du ihr das vorher gesagt? Nee, habe ich nicht. Die hat auch geheult und sich voll geschämt und so. Und ich, aber die hat's verdient, Mann. Musste sein. Wie ist denn das so? Hört sie deine Tracks auch? Also zeigst du ihr das Album vorher? Ja, auf jeden Fall. Sie feiert auch ganz viel. Ihr Lieblingssong ist tatsächlich Romeo und Julia, ne? Ganz witzig, ja. Ansonsten, sie hört halt immer meine Brüder, meine Geschwister und so und dann muss die mithören. Ja, nice. Wir hören jetzt einen Track, das ist, habe ich gehört, der Lieblingssong von Hannah. Eiskalt. Ja, ja, genau, den hören wir jetzt. Los, gib ihm. Grüße ihn raus an Bones MC auf jeden Fall. Ja, Mann. Ich habe den heute gesehen. Am Kudamm. Ja, aber wir sind uns vorbeigelaufen, er hat mich nicht gesehen. Wirklich? Nein. Ich so, nein, jetzt bitte nicht. Kennst du so, ich war so richtig eklig drauf. Mein Gesicht war halb ungeschminkt, halb geschminkt noch. Ich so darf man mich nicht sehen. Ich kenne das. Ich mache da nochmal so Kapuze. Ich war vorgestern, glaube ich, wie eine Pennerin, wirklich. Ich bin wie eine Pennerin so am Kudamm gewesen. Ihr seid hier beim German Beat Special mit Alicia und mit Loredana. Ja, Mann. Dein Album Medusa ist drauf. Zweites Album. Fühlt sich das anders an als das erste? Ja, auf jeden Fall. Man gewöhnt sich dran schon beim zweiten. Ich glaube, das erste war schon immer das Allerkrasse bei jedem Künstler. Ich war dieses Mal gar nicht aufgeregt wegen diesem Corona-Zeug. Es ist einfach ein bisschen alles komisch gerade, ne? Ich glaube, in jeder Sache, die du tust, ist so Corona im Hintergrund. Irgendwie ja, ne? Ja. Ganz komisch. Fehlt dir das denn, live aufzutreten? Also wir wissen ja, deine Tour wurde du hattest ein Konzert, ne? Ja, Mann. Das ist auch Abfuck, ne? Das war ganz schlimm.
glaube ich. Ich war in Leipzig, 5000 Leute. Ich dachte so, Alter, ich komme aus der Bühne raus. Ich habe Show zerrissen, ich komme an. Man denkt so, jetzt ist es soweit, richtig hyped und so. Ja, Mann, jetzt bin ich drinne. Jetzt Tourbus rein, komm, wir machen schon. Ja. Irgendwann mal hieß es so, ey Loredana, kannst direkt deine Sachen packen nach Hause. Ich so, oh, fuck, Alter. Da hat man ja noch gar nicht gewusst, wie krass das alles wird. Ja, Mann. Auch nochmal so wegen Weihnachten. Ich bin ja auch so eine Kandidatin, ich kaufe ja immer einen Tag vorher Geschenke. Oder am selben Tag noch, Heiligabend so. Ja. Ganz auf Weihnachten heilig. Machst du es aus? Nee, ich habe den Dreh raus. Ja? Ich gehe ins Büro und sag, ey, zu meinem Manager, ey Lukas, der sagt ja, machen wir mal alle Boxen von jedem Künstler unterschrieben und ich verschenke einfach die. Ey, Digga, ich brauche auch einen Lukas in meinem Leben. Ohne Scheiß, wirklich. Nice. Loredana, du hast viele Fans und viele Leute, die deine Musik feiern. Und ja, es gibt auch Künstler, natürlich, die dich feiern. Yeah. Wir haben ja mal ein paar Sprachnachrichten bekommen für dich. Ah, cool. Die spiele ich dir jetzt mal vor, oder die spiele ich euch jetzt mal vor. Hey, was geht ab? Hier ist Celine. Alles, alles Gute zu deinem Album-Release, Lori. Loredana, viel Erfolg mit deinem Album. Ihr wisst Bescheid. Okay. Von 361, der Hype ist zum Tod. Was geht ab? Hier ist Bones MC von 187. Ich schwör's, Mann, ich würde meinem Schatz Loredana immer alles Gute für ihr Release wünschen. Happy Release. Lass dich feiern. Medusa ist draußen. Und Babas Song auch mit Ufo auf jeden Fall. Seid nur du auf Dauerschleife am Pumpen. Ja, Mann, schöne Grüße auf Annalisa. Weitermachen. Geil. Tschüss. Ja, Grüße zurück, ne? Ah, danke schön. Danke, danke, danke. Richtig süß. Ich find's so krass, weil ich hatte bei dir nie das Gefühl, obwohl du eine Frau bist, dass die Leute irgendwie dir nicht deinen Credit geben oder so. Nee, ich hatte das. Ich sag auch immer wieder, ich krieg immer wieder diese Frage, ey Loredana, wie ist das eigentlich als Frau? Mhm. Und ich sag dir ehrlich, es ist gar nicht so schlimm. Also dieses Übertriebene, weil ich finde, ich habe mich auch ein bisschen an die Jungs angepasst, was Rap angeht. Ja. Ich bin jetzt nicht so eine kleine Tussi, die da reinkommt und sagt, oh, kann ich jetzt mal bitte meinen 16er Bars hier kurz rappen? Nee, mach ich nicht. Ich gehe da rein, will erstmal ein bisschen feiern und ja, in meinem Vibe ein bisschen reinkommen. Ich muss auch ehrlich sagen, mit Ufo war ganz krass. Ich hätte niemals gedacht, dass ich mit ihm einen Song machen werde. Hätte, glaube ich, keiner gedacht. Hat alle überrascht, ne? Mega. Aber er ist ein mega Baba-Typ. Wirklich. Ich hätte gedacht tatsächlich, dass mehr Leute vielleicht sogar haten. Ja. Aber gar nicht, ne? Hate war schon ein bisschen da, aber das ist immer so. Bei mir ist einfach unglaublich, Loredana. Hate kennen wir schon. Das ist ein Hobby für einige Leute, ne? So die Hobbylosen. Aber ja, ich glaube, Alicia, ich hatte das seit Sonnenbrille. Also es ist nicht, dass es neu dazugekommen ist. Ich hatte wirklich, ich glaube, ich habe so viele Menschen, die mich lieben und so viele Menschen, die mich hassen. Und ich komme aber mega gut damit klar. Ich meine, wir lassen Erfolg sprechen und ist auch, ich glaube, so, es war ein gutes Jahr, oder? Auf jeden Fall safe. Vielleicht ist es auch das eigentlich das Geheimnis, weißt du? Ja, weil Mann, ich glaube trotzdem, die Leute, die dich dann in Anführungsstrichen hassen, aber sie gucken ja trotzdem auf dich. Ja. Und sie hören safe auch trotzdem die Musik. Also von daher, wenn sie dann meinen, dass sie irgendwie dich dann hassen, in Anführungsstrichen, vielleicht lieben sie dich auch eigentlich, weißt du? Ja, also, kann sein. Aber das Feature mit Ufo, also der Song kommt auch mega gut an, haben auch viele gepostet gestern, dass es ein nicer Track ist, weil der Beat auch so anders ist. Das kennt man nicht von dir und auch nicht von Ufo. Ufo, ja. Und ihr kanntet euch vorher auch gar nicht richtig, oder? Nee, gar nicht. Wir haben uns einmal gesehen. Ich war irgendwie frühstücken und er auch. Und ich bin vorbeigelaufen und du kannst nicht einfach so tun, als würdest du ihn nicht kennen. Nee, man kennt sich ja. Also über YouTube, ja, normal. Insta und so. Und ich so, hey, was geht? Und er so, hey, alles gut. Und so, danke, dass du hi gesagt hast. Mega respektvoll. Und dann hatten wir eigentlich gar keinen Kontakt. Also immer wieder mal auf Insta Props gegeben, gegenseitig, klar. Ich wollte eigentlich gar kein Feature auf mein Album. Irgendwann haben wir uns hingesetzt und gesagt, ey, wir brauchen doch Deutschrapper drin. Ja. Also es muss sein. So, und dann haben wir gesagt, okay, Ufo. Und wenn Ufo zusagt, dann war es das auch. Ja. Wenn wir Ufo drin haben, dann haben wir ganz Deutschrap drin. Hat er direkt zugesagt? Ja, ja. Geil. Loredana mit Angst war das, hier beim German Beats Festival. Ich hoffe, du hast keine Angst, oder? Nein, ich habe keine Angst. Niemals. Niemals. Nicer Track auf jeden Fall. Dankeschön. Und wie nice, dass du auch hier sitzt. Ja, danke. Wir feiern dein Release ein bisschen. Medusa ist draußen. Ja, Mann. Die Resonanz, wie ist sie so von den Fans und so bisher? Gut, sehr gut. Ist auf jeden Fall ein bisschen nicht so ein Album wie das letzte. Ich glaube, das hat mehr so Negativität drin. Was heißt halt, mein Jahr war ein bisschen beschissen. Aber ansonsten, die Resonanz ist echt gut. Wir haben ja gerade Angst gehört und da ist eine Line, das ist, glaube ich, eine von meinen Favorite Lines von dir ever. Guck mal, die Leute, die haben ja immer irgendwelche Theorien über dich oder kommentieren was, labern irgendwas so, ne? Und du sagst ja nicht so viel. Du bist ja jetzt nicht jemand, der irgendwie in jeder Story zu irgendwas Stellung nimmt. Genau. Aber ich finde, du machst das halt oft in deinen Songs. Ja. Weißt du, wo du sowas sagst und dann ist so Feierabend. Ja. Und denkt, okay, jetzt, was wollt ihr jetzt noch reden? Genau. Und die Line, die ich meine, war die Mozzik-Line, falls ihr die nicht jetzt direkt auf dem Zettel habt. Und dann Mozzik, du bist der Vater meiner Tochter, also lass mal eure Kommentare, mach mal locker, wird den Vater meines Kindes niemals in den Dreck ziehen, weil es sowas wie Erziehung und Respekt gibt. Ja. Das ist für mich so eine krasse Line, weil ich finde, damit hast du halt komplett alles gesagt.
Ja, ist auch so. Ich glaube, es ist nicht so, dass ich nicht Streit mit ihm hatte und wir uns nicht verstanden haben. Mittlerweile verstehen wir uns sehr gut, aber ich würde ihn trotzdem einfach nicht in den Dreck ziehen, weil sich das nicht gehört. Das ist eine private Sache. Ja. Ob er das macht oder nicht, das juckt mich nicht, aber für mich war es ein völliges Tabu. Egal, wie schlimm es ist, ob er was gemacht hätte oder ich. Ich würde niemals ihn irgendwo in den Dreck ziehen, in der Öffentlichkeit. Ich meine, das sind, weißt du, ich meine, so. Ja, safe. Warum? Ich glaube, Alicia, ganz ehrlich, auch wenn Hannah nicht gewesen wäre, hätte ich es nicht gemacht, weil ich bin 4 Jahre mit ihm zusammen gewesen. Das ist eine lange Zeit, gerade in eurem Alter so. Mittlerweile verstehen wir uns so gut, dass wir auch ohne Hannah rausgehen. Warum wir uns verstehen, spielt keine Rolle. aber wir verstehen uns. Ja. Lass mich nicht so viel reden, sonst erzähle ich dir zu viel. Du hast ja auch eine Doku draußen. Ja. 2 Teile sind ja auch schon draußen. Da ist er ja auch super emotional, hat man in dem Trailer gesehen, ne? Das kommt auch noch, ja. Also ich finde, dass man trotzdem merkt, dass ihr irgendwie auf jeden Fall eine Connection zueinander habt. Mega. So, unabhängig jetzt von Hannah oder nicht. Und das ist einfach so. Ich glaube, ich würde auch für diesen Menschen einfach alles geben. Selbst wenn man getrennt ist oder whatever, aber der Mensch ist einfach, hat ja einfach eine Bedeutung im Leben. Mega. Also bei uns ist es einfach, ich glaube, wenn man getrennt ist, ist es ein bisschen schwierig. Ja. Aber wir verstehen uns einfach so und wir versuchen, es ist nicht so, dass wir es nie wieder zusammen versuchen, sondern wir versuchen es immer wieder in der Zwischenzeit. Aber wir lassen uns Zeit und wir machen es anständig und für uns ist, glaube ich, erstmal wichtig, dass wir erstmal runterkommen. Ja. Hannah mit ihr zusammen viel Zeit verbringen, zusammen zu dritt und alles andere wird schon kommen, wenn es sein muss, hoffentlich. Ja. Hört sich auf jeden Fall gut an. Ja. Also 2021 wird hoffentlich ein gutes Jahr für euch drei werden. Wir hören ja heute auch Tracks aus deinem neuen Album natürlich, Medusa. Und gleich hören wir Näher zu mir. Ja. Was kannst du mir sagen zu dem Track? Ich habe ein Video dazu gedreht, aber das Video war voll scheiße. Wieso? Ja, die haben richtig verkackt, Bro. Und ich habe es nicht rausgehauen. Dann musste ich einfach Gangster auf ganz schnell drehen. Und aber es ist einer meiner Lieblingssongs, ey. Und das Video verkackt, weil, du sagst doch eigentlich vorher so, was du möchtest, was du dir vorstellst. Ja, ich glaube, wir waren da übelst viel im Stress, weil wir 2, 3 Videos am Stück gedreht haben und dann haben die halt das letzte verkackt und dann haben wir gesagt, ey, weißt du was, das schmeißen wir jetzt weg. Okay, also da bist du dann auch straight, wenn dir das nicht gefällt, dann sagst du ciao. Ja. Frauengespräche im Hintergrund, oh mein Gott. Ey, wenn ihr wüsstet, Bones, was hast du hier gemacht? 98.8 Kiss FM habt ihr an, ihr seid hier im German Beats Special mit Alicia und mit Loredana. Richtig top, dass es geklappt hat. Ja, Mann. Auf jeden Fall. Freue mich voll. Wie oft bist du in Berlin? Sehr oft, sehr, sehr oft. Ich arbeite hier, ich mache Studio hier, arbeiten. Hast du eine Wohnung dann hier auch? Nee, ungern. Ungern, du hast richtig Bock in der Schweiz zu wohnen. Ja, Mann. Ich liebe Ruhe. Ich mag das richtig, es ist so ruhig. Berge, ich habe See. Das ist mega schön. Direkt vor deiner Haustür auch? Ja. Das ist auch echt nice. Ne? Das hat man einfach irgendwie hier so mitten in der Stadt nicht. Ich glaube, man muss auswärts gehen und das ist dann auch schwierig. Und ich bin halt in der Stadt und halt trotzdem am See und vor den Bergen. Also du würdest auch nie wegziehen da? Nee. Nein, ich mag Hamburg. Ja, das ist meine Heimatstadt. Ja, ist wirklich sehr schön. Berlin hat mega schöne Seiten und dann halt auch die mega schlimmen Seiten. Mhm. Aber ich mag die Menschen hier. Die sind nett. Finde ich auch. Ja, die sind so locker und in der Schweiz sind die so ein bisschen angespannter. Das nervt. Ja. Also wenn ich die Menschen wechseln könnte, safe. Wie reagieren die auf dich in der Schweiz, wenn die dich irgendwo sehen? Die sind mega nett. Ja? Ja. Die haben nicht so wirklich Bock auf mich, aber das ist mir total egal. Ja. So, ich liebe das Land und alles andere juckt mich nicht. Ja. Wirst du denn hier mehr erkannt oder dort? Ich glaube, beides ist genau dasselbe, ja. Hier werde ich mehr angesprochen, in der Schweiz sind die ein bisschen hochnäsiger. Ja, du meintest ja, du warst am Kudamm heute, das ist aber schon krass am Kudamm, ne? Ja. Da sind ja sofort ganz viele Menschen und wollen Fotos und so. Ich weiß so ganz genau, in welchem Laden ich rein muss, park den Wagen genau vor dem Laden und lauf so genau 1 Meter und ich bin schon drin. Geil, genau so muss man es machen. Wir hatten ja schon eben darüber geredet, dass so dieses Hate-Ding ja auch nochmal so ein anderes Level erreicht hat bei dir, ne? Ja. Eigentlich ist mir es auch egal, was Leute denken, aber wenn ich dann auch manchmal so Kommentare bekomme oder so Nachrichten, irgendwie so ein bisschen beschäftigt einen das dann schon. Ja, klar. Das muss bei dir ja auch so sein. Ja, es ist auf jeden Fall so. Nicht der Kommentar an sich, sondern ich versuche dann diese Person kennenzulernen, so aufgezwungen. Stalkst du die dann auch so ein bisschen? Guckst du? Ja, ich denke mir so, Alter, wie bist du denn aufgewachsen, dass du dich überhaupt traust, so einen Kommentar abzulassen? Und es ist nicht so, dass man Menschen nicht haten kann. Klar, es gibt Künstler, wo ich auch sage, boah, abtören. Ja, aber würdest du jemals so ein behindertes Kommentar schreiben? Ich glaube, meine Hände würden zittern. Es gibt schon echt Kommentare, wo ich mir schon so wie, möge dein Kind sterben, Digga, das ist schon hart. Und ich denke mir so, wie geht ihr ins Bett dann? Wie könnt ihr schlafen? Das weißt du? Das ist schon echt mega hart. Was du in so einer Zeit oder was man in so einer Zeit natürlich auch braucht, sind Freunde, gute Freunde. Ja.
Ich gehe mal davon aus, die hast du. Das ist, glaube ich, meine Familie. Ich habe so eine Riesenfamilie. Ich habe gar keine Zeit für Freunde. Und meine Freunde sind tatsächlich die, mit denen ich zusammen arbeite. Lukas, Julia und mein Management. Und er hat ja selber ganz viele Künstler gesigned. Und ich bin halt immer mit den Künstlern unterwegs, weil wir uns einfach verstehen und wissen, wie es so ist, in diesem Loch ein bisschen zu sein. Ja. Es ist halt ein Loch. Es ist, gibt schöne und auch sehr schlimme Seiten, ja. Ich habe noch mal eine Sprachnachricht für dich. Oh. Von jemandem aus deinem Umfeld. Echt? Ja. Ich spiele sie dir mal vor. Hallo Schwesterherz, ich bin's, dein Bruder Abedin. Ich hoffe, du hörst das hier. Ich wünsche dir einen Happy Release, Schwester. Ich kann leider heute nicht bei dir sein. Ich hoffe, du wirst mit dem Album richtig durch die Decke gehen. Viel Erfolg damit. Ich wünsche mir auch, dass deine Fans und jeder andere da draußen raushört, wie viel Blut, Schweiß und Tränen hinter diesem Album stecken. Obwohl du eine Tochter zu Hause hast, so viele Hürden überstanden hast und trotzdem so ein geiles Album abgeliefert hast. Einfach nur riesen Respekt an dich, Schwesterherz. Pass auf dich auf. Wir sehen uns nächste Woche. Schöne Grüße aus deiner Heimat. Ich bin im Kosovo. Bye, bye. Ja, krass. Ja, ein bisschen emotional angeschlagen. Fuck, scheiße. Das ist meine Schwachstelle. Ja, sehr. Das ist ein Mensch, den ich sehr aus dem tiefsten Herzen mag. Ja. Gegenüber ihm hat man auch sehr viele Vorurteile, aber das ist echt, ich glaube, das ist ein Mensch, den ich niemals in meinem Leben eintauschen würde. Ja. Das ist echt mega krass, er hat nicht so einen schönen Hintergrund, muss man ehrlich sagen. Und wenn man halt ihn ein bisschen stalkt, dann sieht man, der kommt halt nicht aus einer guten Gruppierung, aber der ist ein, keine Ahnung, das ist für mich einer der herzensvollsten Menschen, die ich jemals in meinem Leben kennengelernt habe. Ja, dann Grüße gehen auf jeden Fall raus an Abedin. Ja. Auf jeden Fall. Er ist ja auch gerade im Kosovo und verteilt da irgendwie. Oh nein. Verteilt Essen. Ja. Ja, ich sag doch, ein herzensvoller Mensch, der macht sehr viel Gutes, sehr viele gute Taten, der spendet sehr viel, ohne dass er es postet und all dies. Und auch in Berlin, das ist so krass, jedes Mal, wenn er hier ist, abends, du triffst ihn so manchmal in so einem Dönerladen, der kauft so 50 Döner ein und ich denke mir so, Bruder, was machst du denn da? Ja. Ich sag, Mann, Haram, ist voll kalt, den Obdachlosen und so. Und das ist, ich sag immer wieder, die Frau, die an Abedin rankommt, das ist schon echt krass. Die wird auf jeden Fall mega Glück haben. Wirklich. Lassen wir direkt so stehen. Ja. Wir hören jetzt noch, bevor es hier noch emotionaler wird, einen Track von dir, King Lori, von deinem Album Medusa. Das ist mein Lieblingssong. Ist das so? Ja geil. Hier sind die German Beats. German Beats. Special auf 98.8 KISS FM. Ey, was geil. Boah, Alicia, was hast du da gemixt? Jetzt DJ geworden, oder was? Grüße gehen raus an die Produktion. Ihr seid hier beim Special mit Alicia und mit Loredana. Kennst du den Beat? Nee. Nee, ne? Nee. Aber ey, könntest du mal einen Song drauf machen, oder? Ja. Das ist krasser Beat, ne? Ja, ehrlich, krasser Beat. Deswegen habe ich den auch ausgesucht hier für unser Bumper, nennt man das. Das ist so ein Radioausdruck. Ich freue mich, dass du da bist. Ja, nee, seitdem sie mit 187 chillt, DJ, Rapperin, alles geworden. Alles, ey. Richtig geschult. Ich könnte auch rappen. Ich hätte, glaube ich, richtig Bock drauf. Aber ich glaube, ich kann es nicht. Also ich habe es noch nie probiert, aber... Ist nicht so schwer. Ist auf jeden Fall nicht so schwer. Ist das so? Ich glaube, im Takt zu sein ist ein bisschen schwieriger, aber man kann es lernen. Es ist ja so, dass du ja angefangen hast damals, auch dass du einfach so Videos gepostet hast, wo du halt so ein bisschen zu performst und abgehst. Ne? Ja. Und du bist ja auch relativ aktiv auf TikTok. Ist das was, weswegen du diese App auch so gerne magst? Weil halt viele Leute diese Möglichkeit haben, halt auch so abzugehen, auch zu deinen Songs jetzt? Ich mache eigentlich nur Scheiße das. Ich feiere TikTok. Ich muss ehrlich sagen, am Anfang habe ich es nicht so gefeiert. Ich dachte mir so, boah, voll die Kinder-App. Voll kompliziert, finde ich. Ja, aber ich muss ehrlich sagen, es ist schon echt mega witzig. Ja. Du siehst echt krass witzige Sachen und es macht gute Laune. Ja. Es ist auf jeden Fall nicht so ernst wie Insta, diese, wir müssen jetzt alle gut aussehen und ein krasses Foto mit Titten und Arsch posten. Ja. Sonst kriegen wir keine Likes. TikTok ist so scheißegal, Alter. Lass uns einfach das beste Video rausholen, was wir können. Vor allem, da haben auch Leute einfach ganz krasse Likes und Aufrufe, die gar nicht so sind, ne? Die machen irgendeinen Scheiß. Auf einem Video 10 Millionen Views und 700.000 Likes, denke ich mir so, boah. Was machst du da einfach so in dem Video? Ein Scheiß. Wirklich. Ohne Witz jetzt. Keine Ahnung. Ist denn so dieses ganze Insta-Ding, ich meine, du hast auch übertrieben viele Follower bei Insta, ich glaube, wie viel? Fast 3 Millionen so? Ja, 2,8. Du hast auch am meisten Follower, mit am meisten auf jeden Fall. Ja, ich glaube, wenn wir nicht die Leute zählen, die noch gekauft haben, dann habe ich schon die meisten. Weil es gibt halt sehr viele, die kaufen. Aber man sieht das doch auch immer, oder glaubst du, die kaufen die Likes mit? Nee,
Man sieht's an den Likes. Man sieht's auf jeden Fall. Ich habe irgendwie genauso viele Likes wie jemand, der 6 Millionen hat. Und das ist sehr komisch. Man sagt doch immer so, dass so 10% ungefähr, ne? Also, so, dass man immer so 10% von den Followern ungefähr als Likes haben muss, so als Richtwert, ne? Ich finde das halt auch mal immer interessant, wo ich mir denke, ja komm, ey. Ja. Also, erzähl mir doch nichts. Mal 10%. Ist ja dann nicht mehr nur komplett privat Instagram für dich, oder? Das ist ja schon auch Business. Ja, auf jeden Fall. Das ist meine Arbeit. Deswegen, das ist so eine Plattform. Ich nutze die einfach für mich selber. Und, ich bin auch so froh, ich gebe die auch gar nicht ab. Ne? Mein Management hat zwar mein Passwort, aber ich mache so alles da drin selber und ich feiere das richtig. Beantwortest du manchmal auch Leuten, wenn die dir schreiben? Ehrlich gesagt selten, weil ich finde schon, wenn du jemandem antwortest, musst du jedem antworten und das schaffe ich nicht. Ja. Du hast ja auch früher immer mal so Bilder gepostet, die so ein bisschen auch so provoziert haben, ne? So ein bisschen. Du meintest, glaube ich, mal, dass du Bock hast zu sehen, wie die Leute reagieren. Ja, ich provoziere gerne, doch, auf jeden Fall. Das ist so meine, ich will gucken, wie weit die Leute gehen. Ja. Ich glaube, das ist mir auch ein bisschen wichtig, weil ich will einfach nur wissen, wie die Leute ticken. Mhm. Und ich glaube, es wird so in der Zeit, nächstes Jahr habe ich Bock, so ein paar Sachen zu machen. Ja. Ich will gucken, was die so schreiben. Nacktfoto wirst du aber nicht finden. Okay. Nee. Okay. Kein Nacktfoto, aber irgendwas Witziges, irgendwas Cooles. Ich bin gespannt auf jeden Fall. Wir hören heute natürlich auch ganz viele Tracks aus deinem Album Medusa und hören jetzt einen, den ich auch sehr feiere, weil wenn man in der Stimmung ist, Ladies, sag ich euch. Es ist easy. Nee. Nein. Spielen wir auch später noch. Es tut mir nicht leid. Oh, ganz ehrlich, ey. Liebeskummer des Grauens. Da kann man sich wirklich ein Beispiel dran nehmen. Ja, Mann. Ich habe den sehr viel gehört in letzter Zeit. Sorry, not sorry. 98.8 KISS FM, habt ihr an. Ihr seid hier beim German Beats Special mit Alicia und mit Loredana. Ja. Bei mir ein bisschen auf jeden Fall Girls Talk. Ganz schlimm. Richtig am Ausnutzen. Ja, übertrieben. Ich freue mich aber auch immer. Das ganze Rap-Game ist natürlich sehr, ja, sehr männlich, ne? Also man hat natürlich immer viele männliche Kollegen da und deswegen freue ich mich immer, wenn Ladies da sind. Ja, ne? Ja. Braucht man ein bisschen. Ja. Geil. Du hast ja eine 4-teilige Doku rausgegangen. Ja. 2 Teile sind schon draußen. Genau. Ist es wirklich so, dass sie dich 2 Jahre begleitet haben? Ja. Wie läuft das dann? So ruft man die dann an, wenn man irgendwie was vorhat und dann kommen die? Oder? Nee, eigentlich, nee. Also wir haben das nicht geplant. Die sind einfach nur vorbeigekommen, haben gesagt, ey Loredana, bist du zu Hause? Ich so, ja, komm vorbei. Ja. Das war's. Und wir haben echt schon, bei der Schwangerschaft hat man ja gesehen, hatte ich Videos und Fotos und die waren auch schon da dabei. Also es ist schon anstrengend, aber... Mhm. Es wurde, glaube ich, Zeit, Alicia, dass die Leute ein bisschen runterkommen und verstehen, so, ich bin doch auch nur ein Mensch, weißt du, was ich meine? So, lass mich in Ruhe, ich habe doch auch ein Leben, ich habe ein Kind, ich habe eine Familie, das ist nicht alles richtig, was die Leute von dir behaupten oder denken, weißt du. Ist das für dich auch so der Hauptgrund gewesen, dass die Leute dich so ein bisschen als Menschen einfach besser kennenlernen? Mhm. Glaubst du, dass die einfach ein Problem damit haben, die Künstlerin Loredana sozusagen so von dir als Menschen zu trennen? Ja. Auf jeden Fall. Ich glaube, jeder denkt so, mein Bild, so Loredanas Bild ist, die hat Geld, nervt, hat keinen Bock, beleidigt rum und redet mit niemandem, weil sie einfach arrogant ist. Ja. Aber ich bin halt komplett das Gegenteil. Und ich sag dir auch ehrlich, das war mein Ziel, dass die Leute so von mir denken, weil ich finde, es muss niemand so nah zu dir kommen, dass er denkt oder von dir behaupten könnte, du wärst ein guter Mensch, weil auch wenn du mich kennenlernst, du kannst nicht sagen, ich bin ein guter Mensch, weil wir müssen schon Jahre zusammen verbringen, um irgendwann mal an diesen Punkt zu kommen und zu sagen, ey, das ist wirklich ein toller Mensch, den ich kennengelernt habe. Ja. Und ich kämpfe sehr viel mit mir selber, dass ich ein loyaler und ehrlicher Mensch bin gegenüber meinen Freunden und Familie. Mhm. Und ich wollte es nie so weit bringen, dass sie mir so nahe kommen, aber ich glaube, es wurde Zeit, dass sie einfach mal... Ja. Wie gesagt, einfach mal runterkommen und denken so, fuck, Alter, das ist einfach ein Mensch, so genau wie ich. Ja. Und ich glaube, was auch ganz viele vergessen, wie jung du eigentlich noch bist. Ja, Mann. Das ist so, ich finde auch, also ich weiß nicht warum, aber man hat nicht jetzt von der Optik her oder so, überhaupt nicht, aber irgendwie denkt man halt bei den ganzen Erfolgen, die du hast, so, denkt man so, es kann ja gar nicht sein, dass sie so jung ist. Ja. Und ich glaube, das vergessen einfach ganz viele. Es ist mega hart gewesen. Ich sag dir ehrlich, es ist nicht so ein leichtes Ich. Ja. Wie gesagt, es hat viele Schattenseiten. Mhm. Ich bin Mama sehr früh geworden mit 23 und ich glaube, das hat mich gerettet. Mhm. Also, ich habe dir vorhin auch schon gesagt im Privatgespräch, ich glaube, es war vielleicht zu früh, aber es war vielleicht doch nicht zu früh. Es war am richtigen Zeitpunkt, weil ich hatte so eine schwierige Zeit und ich habe echt, ich muss ehrlich sagen, der Schein lügt. Ich habe schon mein Loch gehabt, wo ich mir so gedacht habe, fuck, Alter, was geht denn hier? Was ist mit den Leuten hier los? Und das Einzige, was mich in diesem Moment wirklich gehalten hat und zum Lachen gebracht hat, war einfach meine Tochter. Und dann dachte ich mir irgendwann mal, ey,
eigentlich ist sie schon zu der richtigen Zeit gekommen, ey. Glaubst du, die Dinge passieren so, wie sie passieren sollen? Ich glaube daran. Ich glaube auch, dass alles, was du in diesem Leben falsch machst, wirst du in diesem Leben bezahlen müssen und nicht im nächsten Leben. Also Karma ist auf jeden Fall etwas, was für dich so eine Rolle spielt. Auf jeden Fall. Ich glaube das auch. Bei einigen denke ich mir so, okay, wo ist das Karma? So schon 10 Jahre her, wo ist es? Ja, aber Alicia, du weißt nicht. Nach 10 Jahren, weißt du, wenn der Gott mit dir gut ist, glaube ich, kriegst du so ganz kleine Karmas zurück. Ja. Aber wenn du Kacke baust, ich sag immer, wenn ich einen Fehler mache, dann bitte, lieber Gott, gib mir es so schnell wie möglich zurück und nicht später, weil umso später es wird, glaube ich, wird es schlimmer. Und wenn du irgendwann mal im Sterbebett liegst oder sehr krank bist, weiß Gott, was passieren kann, denkst du dir einfach, oh bitte, lieber Gott, verzeih mir das. Und ich kämpfe, wie gesagt, mit mir selber, dass ich niemals zu diesem Punkt komme, dass ich mir selber sagen könnte, okay, ich habe das verdient. Ja. Du bist auch gläubig, ne? Sehr, sehr. Betest du? Für mich ist gläubig, wenn du, egal wo du hinläufst, mit Gott läufst. So. Ja. Und für mich ist das 24 Stunden beten, dass du einfach immer wieder im Hintergrund weißt, es gibt was da. Ja, was, irgendwas, was auch immer es ist, aber es ist... Es ist was da, auf jeden Fall. Und für mich ist das 5-mal am Tag beten und dankbar sein. Und egal, wo ich hinlaufe, ob ich von meiner Haustür rauslaufe oder nicht, ich versuche, ihn immer mitzunehmen und mir in den Gedanken zu schließen, so, ey, komm mal runter jetzt und denk nach, weißt du. Ist das auch etwas, was du Hannah weitergibst? Auf jeden Fall. Ich habe mich auch erst jetzt entwickelt. Ich kann wirklich sagen, ich habe mich erst seit einem Jahr gefunden. Auch wenn es ein Scheißjahr war, es hat mir mega geholfen, mich weiterzuentwickeln als Mensch und vor allem auch mit mir selber im Reinen zu werden. Ja. Und mir geht's gut, Gott sei Dank. Und ich bin so glücklich darüber, dass ich mit vielen Sachen so umgegangen bin, wie ich bin. Ich war sehr geduldig in diesem Jahr und ich habe viel geschluckt, obwohl ich nicht wirklich viel gemacht habe. Ja. Und ich glaube, ich bin geduldiger geworden und alles. Und seit einem Jahr kann ich so sagen, so, oh krass, ich habe mich gefunden. Ich weiß jetzt, wer ich bin. Man ändert sich zwischen den Jahren. Ja. Und innerhalb einem Jahr, ey, neuer Mensch. Aber das ist ja etwas richtig Wertvolles. Es gibt Leute, die kommen irgendwie nie so richtig an diesen Punkt. Und wenn du jetzt da bist, dann, ey, selbst Corona, egal, scheiß drauf, hat vielleicht sogar noch geholfen. Hat sogar geholfen, ja. Weil du dich mehr mit dir beschäftigen konntest. Das ist auch so. Es ändert sich. Wenn du Mama wirst, es ist verdammt nochmal einfach anders, weil ich will ja, dass sie stolz auf mich ist. Ja. Und ich will nicht, dass es irgendwann mal heißt, meine Mutter war irgendeine, keine Ahnung, was für eine Pennerin. Jetzt richtig Penner. Ich rede nicht von Obdachlosen, sondern Pennerin ist für mich jemand, der einfach irgendwann mal um 12 Uhr mittags aufsteht, McDonalds frisst, nichts macht und sagt, boah, ich bin Rapperin und ich verdiene viel Geld und das wollte ich nicht. Ich stehe um 6 Uhr morgens auf, ob ich mit Hannah bin oder nicht. Ich mache Sport, ich esse gesund, ich rauche zwar, aber auch nicht viel. Ich versuche das alles ein bisschen so hinzubekommen, dass ich einfach so eine gute Mutter, glaube ich, bin für Hannah und kein Vorbild für andere Leute. Ihr hört German Beats mit Alicia auf 98.8 KISS FM. Loredana. Oh mein Gott. Loredana. Ey, wie oft hörst du diesen Spruch? Ja, ja, voll. Heftig, aber der heftigste Spruch ist bei mir immer, wenn mich jemand sieht, Lori, ich und Rolli. Ich immer so, nein. Kommen echt Leute so an bei dir? Ist mega witzig, Ich habe dir heute schon ein paar Sprachnachrichten vorgespielt. Jetzt bitte nicht noch eine. Hast du noch eine? Ich habe noch eine. Okay, was kann es sein? Es ist nichts Emotionales, glaube ich. Es ist, weil, ich muss noch mal sagen, ich finde es krass, wie viel Props du bekommst von anderen Künstlern aus der Branche. Ich glaube, ich kenne keine Frau, die so anerkannt ist im Game einfach. Krass. Und diese Leute wollen dir das einfach auch sagen. Und deswegen, das sind Künstler. Das sind Künstler. Okay, komm. Und diese Leute haben deswegen hier eine Sprachnachricht geschickt. Los geht's. Yo, was geht ab? Hier sind Mix und McLeod. Wir wünschen dir alles Gute für dein Album, Lori. Happy Release Day. Yo, was geht ab? Mein Name ist Samra. Liebe Grüße an Loredana. Happy Release zu deinem neuen Album. Du bist einer der krassesten Rapperinnen in ganz Deutschland. Ich wünsche dir viel Erfolg und Gesundheit. Richtig. Ja. Liebe Loredana, Happy Release Day. Ich küsse dein Gesicht. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg und viel Spaß heute. Genieß den Tag. Was geht ab, Lori? Hier ist Kaja Rebelovic, dein Cousin. Ich wünsche dir alles Gute. Happy Release. Viel, viel Erfolg für dein Album. Brauchst du aber nicht. Aber zu easy hättest du ein Video drehen sollen. Casey Rebel war das. Er feiert den Song Easy übertrieben, ne? Ja, Mann. Boah, richtig süß, ey. Wirklich. Freut dich das, mega, wenn du sowas hörst? Klar. Ja. Ich verstehe mich auch mit jedem voll gut, ey. Also mit den Jungs vor allem. Ich bin mit den Frauen nicht so, mit Celine und Juju, klar. Mhm. Der Rest ist nicht so mein Ding.
Aber hast du die auch schon persönlich kennengelernt oder ist es einfach so, dass du denkst, der Vibe passt nicht? Nee, ich glaube, der Vibe passt geht nicht. Nein. Ich glaube, man muss schon ungefähr dieselbe Richtung haben, um sich verstehen zu können. Jetzt. Wenn man sich privat trifft, ist es was anderes. Okay, also du meinst jetzt so nicht, ob ich mich privat nicht verstehen würde. Aber so businessmäßig ist es einfach auf jeden Fall unpassend. Aber ich verstehe mich mit den Jungs halt am besten und die sind so cool und ich feiere die einfach alle und ich bin mit Casey sehr gut, mit Summer, mit den 187er, Apache. Wir sehen uns halt oft und wenn wir uns sehen, dann heißt es immer, ey, das war so witzig, ich habe mit Apaches Bruder gestern, glaube ich, 2 Stunden Gefühl FIFA gespielt und das kennt man halt nicht von einer Frau. Und ich bin mit Hast du ihn abgezogen oder? Nee, der hat schon gewonnen, der fast so, kennst du so knapp, aber der ist fast gestorben, sein Ego war er dachte, so, oh nein, die wird abgezogen von ihr. Ich glaube, die erwarten das nicht von so einer Frau, dass ich halt FIFA spielen kann. Ich kann sehr gut Fußball spielen. Ich kann halt vieles so, was die Jungs können. Ja? Und ich kann rappen. Und das ist halt, weißt du, ich glaube, man wird anerkannt, wenn man es kann. Und deswegen, ich hatte es nicht schwer. Wurde anerkannt, weil ich es kann. Ja, Ende. Fertig. Wofür eigentlich? Ja, Mann. Fragt man sich, ne? Für Geld, glaube ich. Ja, oder auch so für Anerkennung, glaube ich, bei Männern. Kann auch sein. Ne? Ich stehe gar nicht auf Männern mit Hintermännern. Ganz schlimm. Unmännlich auch, ne? Sehr. 98.8 KISS FM habt ihr an. Eine sehr unmännliche Sendung auf jeden Fall. Mit Alicia und mit Loredana. Wenn du diesen Track schreibst, Gangster, ne? Ist der inspiriert von wirklichen Menschen? Ja. Ich habe sehr viele Jungs kennengelernt, die ich halt mega sympathisch fand. Und dann kommen die zu einer Show und so. Und dann siehst du einfach so 50 Männer hinten dran. Du denkst dir so, warum? Ja. So, ja, falls was passiert. Ah, okay. Aber selber kannst du nicht. Weißt du, was ich meine? Ja. So, es ist halt mega abtören und es ist, ich glaube auch, Gangster zu sein ist schwierig. Also wenn du Familie willst und Frau, dann geht das nicht. Ich glaube, es gibt auch noch so ein Level, ne? Ich glaube, so die richtigen Gangster so, ne? 50. Die kommen halt nicht mit 50 Leuten so. Weißt du, was ich meine? Ich glaube, wenn du ein richtiger Gangster bist im Herzen so, Digga, dann brauchst du keine 50 Leute. Dann hast du diese Ausstrahlung so. Ja, Mann. Die Frage ist jetzt, ob Deutschrap einen echten Gangster hat. Meinst du? Weiß ich nicht. Wen würdest du als so... Als richtigen Gangster? So von den Deutschrappern, soll ich dir sagen, wenn ich richtig Gangster finde. Und der ist auch so. Und egal, was er da redet und rappt, und das ist wirklich so. Jesus. Ja, okay, ja. Absoluter Motherfucker. Ja. Ist auch einer meiner Lieblingsmenschen. Es gibt keinen Menschen, der authentischer ist als er. Bei ihm ist halt so, er war ja auch hier zweimal im Studio, ich kenne die Art Mann. Gazo ist übertrieben nett und du kannst auch krassen Real Talk machen mit ihm. Ja. Aber... Er kann halt auch umswitchen und so. Und dann ist vorbei. Ist auf jeden Fall ein Motherfucker so. Ja. Er ist halt real. So. Das ist so. Der ist wirklich, ich muss ehrlich sagen, ich habe vieles gesehen. Und er ist einer von den authentischen. Also ich glaube, Jesus. Und gibt es noch jemand, den du so richtig authentisch findest? Also ich finde auch gerade so die Berliner, ich finde die schon authentisch. Aber ich weiß jetzt nicht, ob ich die als Gangster bezeichnen würde. Genau. Die haben schon das erlebt, was sie sagen. So. Das sind doch alles Leute, die auch durchziehen, wenn es drauf ankommt. Ja. Aber ich glaube... Wenn du wirklich groß im Rap-Game bist, dann kannst du es dir irgendwann auch gar nicht mehr leisten. Weil du musst dich entscheiden. Willst du Business machen oder willst du Gangster sein? Was willst du? Ich sag doch, bei Jesus geht beides. Ja, also er ist Musiker und er ist Gangster. Ja. Es ist einfach so, der hat nicht aufgehört. Egal wie viel Kohle der hat, er ist immer noch derselbe. Du siehst ihn immer noch im Park und ihn juckt gar nichts. Ja. Also Grüße gehen raus an Gazo auf jeden Fall, wenn du zuhörst. Das nächste Mal, ohne Scheiß, wenn er da ist, kommst du auch. Dann machen wir so eine richtig heftige Sendung. Das wäre, glaube ich, 187 Special mit Loredana. Da habe ich mal ein bisschen hier Support auch, weißt du? Ja, Mann, zwei Frauen. Ist besser, ey, ganz ehrlich, ist besser auf jeden Fall. Und du hast mir gerade die perfekte Überleitung geliefert, ne? Zwei Frauen. Ja. Weil du hast ja auch einen mega erfolgreichen Track mit Juju zusammen. Und dieser Song, als ich gehört habe, dass ihr beide einen Track macht zusammen, habe ich richtig hohe Erwartungen gehabt. So, und manchmal wird man ja dann enttäuscht. Dann man so, okay. Und bei dem Song war es gar nicht so. Ich weiß nicht, wenn der Beat angeht, das ist so ein Song, ich kann den immer hören und ich habe den noch nie, wenn ich ihn angefangen habe, habe ich noch nie geskippt oder so. Geil. Noch nie. Auch da feiere ich einige Lines. Oh. Meine Lieblingsline ist, mach nicht auf cool, wir beide kennen den Chatverlauf. Ja, Mann. Ich dachte, genauso sieht's aus. Digga, genauso sieht's aus. Fuck, Alter, weißt du, wie oft ich einfach einen Chatverlauf raushauen wollte, aber ich gesagt habe, nein, mach nicht. Ja. Bleib cool. Ja, ja. Er will cool sein, bleib cool. Und ich denke mir so, weißt du, ja, und ihr habt doch auch den Chatverlauf. Ja. Aber oder die löschen, oder die haben das nicht mal auf dem Zettel oder so, aber sie tun auf jeden Fall ich so. Ich mach schon Video und Screenshots, keine Sorgen. Also wenn es drauf ankommt, ich bin da. Sehr gut. Zeitloser Song, oder? Ja, auf jeden Fall. Ich feier den Romeo und Julia in dem Sinne. Den habe ich im Kino geguckt damals, da war ich noch voll jung, habe ich Romeo und Julia geguckt. Ich weiß gar nicht, ob ich den mit Leonardo DiCaprio war, die Version, weißt du? Der sieht so gut aus. Findest du? Ja, Mann. Immer noch? Nee. Damals aber, nur, ne? Damals, ja, jeder fand ihn irgendwie, jeder fand ihn ja geil.
Medusa ist draußen. Warum eigentlich Medusa? Die konnte versteinern. Ich kann das auch. Ja? Ja. Mach mal. Hat geklappt auf jeden Fall, hat geklappt. Du hast ja eben gesagt, dass du so seit einem Jahr so richtig angekommen bist, ne? Ja. Wenn wir jetzt mal auf 2021 gucken, werden da heftige Sachen auf uns zukommen? Ja, ich schwör's. Das ist jetzt nicht einfach Gebabbel, aber ich freue mich richtig heftig. Da wird der ein oder andere sein Maul wieder zumachen müssen. Bis dahin übertreiben die noch einmal noch mehr, aber lass uns überraschen. Ich hoffe, bis dahin ist dieses Corona-Ding dann ein bisschen durch, dass man auch wieder ein bisschen irgendwie feiern kann zu den Tracks, dass wir euch wieder live sehen können. Lass dich überraschen. Ey, ich bin übertrieben gespannt, Leute. Könnt ihr auch sein. Ihr kriegt es natürlich dann hier auch mit, weil Loredana wird auf jeden Fall dann hier immer jetzt gekidnappt und muss kommen. Gibt keine andere Wahl. So. Oh, ich brauche hier Frauen, mit denen ich mich auch gut unterhalten kann. Ja, ey. Mann. Wirklich. Also, wir müssen hier richtig Frauenpower bringen. Ja, wir haben gerade schon geredet so über so ein paar Sachen, Leute. Ich glaube, das kommt witzig. Ja, das kommt witzig. Können wir noch nicht viel zu sagen, aber werdet ihr dann mitkriegen. Also Leute, freut euch drauf und wir hören jetzt noch einen Track von deinem Album. Alles egal nämlich. Oh. Gut? Ja, Mann, okay. Mir ist auch alles total egal, wenn ich bei ihm bin. Das lassen wir jetzt so stehen. Hier sind die German Beats. German Beats. Special auf 98.8 KISS FM.